was wir jetzt machen. Na, so, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Destiny. Ich würde sagen, wir plündern Schlamm. Hä? Achso, den verlorenen Sektor. Okay, vom Schlamm. Dann müssen wir hier nach oben rechts. Ja, ich würde sagen, ja, da porten wir uns hin. Richtig. Ich habe eigentlich gerade gedacht, dass wir noch die Quest machen müssen, aber irgendwie wird Tommy mir das hatte jetzt jetzt trotzdem. gerade die Herausforderung. Ich weiß jetzt nicht warum. Vielleicht hat er es Wahrscheinlich doch doch mit die irgendwie. Cora Ray. Ich hatte ja nochmal nachgeguckt. Na. Obwohl die Quest bei mir noch angezeigt wird, das mit den Patrouillen war. So, erstmal sollten wir uns das markieren. Okay, es gibt noch sogenannte Flashpoints, aber da weiß ich auch, die habe ich selber noch nicht freigeschaltet. Achso, du gleitest da schon weg. Ja, aber So, wohin? die erkennst du daran, du siehst doch, wenn du die Map aufhast, bei dem Gebiet der Schlamm, Ja. zwischen D, also zwischen R und S, hast du da so ein Symbol. Hier Ach diese da, ja, ich sehe es. Halbkreise. Und das ist so ein unterirdischer Eingang. Genau, und davon haben wir 3 Stück und einen davon müssen wir machen. Ups. Und du kannst ja auch so wenden, wie davon nehmen. Mir ist es ziemlich Latte. Okay. Hier, ja, wir gehen einfach zu dem, den du auch angesagt hattest. Okay, der zwischen die R. Was ist los? Ich habe einen überfahren oder ich habe es versucht. Oh, die Gleiter sind schon mal cool. Können die kaputt gehen? Ja, aber die Reparatur. Also, danach kannst du, hast du eine Abklingzeit, dann kannst du sie wieder rufen. So, ich bin hier schon am Punkt. Ja, ey, musst du noch Leute überfahren. Bin da. Irgendwo hier drin. Also du hier siehst du die auch in der Welt-Symbole dann. Oh, hier ist ein Dämmerlicht. Jupp, das habe ich auch schon. Hier oben erkennst du das denn, dass du in der Nähe bist. Okay. Und vermutlich müssen wir da hoch. Achso, oder auch hier runter. Oder auch hier runter. Holy shit. Das haben wir schon mal gemacht. Ja, ich kann mich daran erinnern. Da war es aber, wurde es noch nicht freigeschaltet. Ja, für dich nicht. Ich hatte das dann ja. Sehr schön. So, was wir jetzt machen müssen, ist Tommy erstmal ein bisschen hoch, dass dein Power-Level so wenigstens bei... Welches Power-Level hast du gerade, sodass du ungefähr bei 230 bist? Ich bin bei 205, glaube ich. Ja. Also man kann jetzt schon auf jeden Fall den ersten Strike machen. Kann man eigentlich auch was Spaß machen. Granata! Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du halt da gut Loot bekommst, dauert halt einfach länger. Weil es halt nur eine Wahrscheinlichkeit ist, wann, ob da jetzt was Legendäres gedroppt wird oder nur was Blaues. Ja. Deswegen macht es halt meistens erst die Tokens zu sammeln. Gerade wenn man Herausforderungen hat. Ja, ja, macht Sinn. Klingt sinnvoll. Also, weil das, ich das Gefühl habe, es geht schneller. Boah, scheiß Sniper. Macht ganz schön Schaden, der Herr. Die machen ja alle ganz schön Schaden inzwischen. Eieiei. Und dann. Aber da hinten haben wir auch schon die Piste, also dauert halt nicht lange, bis man. Das sind denn eigene kleine Inseln. Also noch mehr Gegner von rechts. Kaninchen? Alter. So, down ist er. Ich bin mit einer Schrotflinte einfach rangegangen. Sehr schön. So, dann können wir es aufmachen und zack, ich habe 6 ETZ-Token bekommen und noch ein bisschen Ausrüstung. Na, bei mir auch. Ich brauche Munition, ey, das gibt's doch nicht. Ich habe nur 130 Schuss für eine Knarre und den Rest gar nicht. Okay, das ist ein bisschen wenig dann. Das ist echt ein bisschen wenig.
Na egal, wir gucken uns erstmal an, was wir so an Waffen bekommen haben. 110er Schrotflinte. Energiewaffe. Ja, Schrotflinte als Energiewaffe ist ja auch ungewöhnlich. Eine Schrotflinte als Powerwaffe. So, was haben wir denn noch für Herausforderungen? Schließe ein öffentliches Event erfolgreich ab, das ist ja easy. Okay, und wir müssen Moskitos klauen und damit 20 Feinde jeweils killen. Kriegen so, wir wo hin. Haben wir denn ein öffentliches Event? Hier, bei der Bucht unten links. Jo, hinreisen. Bin ich auch der Meinung. So, kann ich die Pause ja kurz nutzen, um was zu trinken? Das kannst du wirklich. Wenn wir Glück haben, stehen ja oben sogar gleich doch die Moskitos. Ach so, ich brauche ja gar nicht mehr laufen, muss ich mir erstmal dran gewöhnen. Machst du da kaputt? Ich habe nur hier ein paar Feinde gelegt. Hier ist ein Dämmerlicht. Wo ist ein Dämmerlicht? Hier, bei mir. Komm mal angefliegt. Jetzt habe ich wieder volle Munition. Hä? Hast du zwischen Moskitos sind in der Nähe? Bevor wir das ins öffentliche Event gehen, gucken wir mal, wo die sind. Starkes Grabungslandeschiff rein. Das bedeutet dann wohl, wir müssen uns Ressourcen schnappen. Hier unten, oder? Ups. Naja, Moskitos sind die Fahrzeuge. Hier ist eins. Eins haben wir schon mal. Kannst du dir schon mal schnappen? Und damit hat. Komm jetzt weg ab, Freunde. Danke dir! So, jetzt da nicht reinballern bei den Kreisen. Hey du, mach einen Schuh! Ich erwarte, dass eine Grabungsexpedition so. Der Kabale bis an die Zähne bewaffnet ist. Sei vorsichtig. Ja, läuft. Einfach niederballern. Immer schön reden. So, dann haben wir vielleicht auch gleich beides auf einmal sogar noch fertig. Ach stimmt, wir müssen ja mit den Moskitos Gegner killen. Ah, ja. Auf der anderen Seite, ja. Hauptsache, der scheiß Anführer ist kaputt und die denken sich, ich will hier noch ein Grabungsteam losschicken. Ja, ja. Das ist total sinnlos. Wo? Da, dieses Schiff muss oben weg. Darauf schießen die anderen, aber was machen die anderen schon, wir können uns hier wieder um die kümmern. Oh, hier hinten ein Sniper. Na, warum? Pass auf, Tommy, nicht, dass du gleich erschlagen wirst von den Dingern, oder? Du siehst, ich habe damit die ein oder andere Erfahrung gemacht. Ja, das fand ich jetzt ein bisschen sehr überraschend. Mann, ich wollte den Moskito haben. Scheiße. Ist er noch hier? Nee, der ist zerstört, verdammt. Schönes Ding. Blauer Loot.
Sehr schön. Die Explosion habe ich bis hierhin gehört. Was so, war das? Oh, nur wir. Wenn ich jetzt hier meine Gegner gekillt habe, dann gebe ich dir den Moskito. Ja. Wie immer also. Wie viel Prozent brauchst du noch? 10. 10% habe ich. Also ich muss noch. Okay, ich hab's geschafft hier. Du bist. Dann gib dich noch 18 Gegner killen. Hier wird jetzt keiner mehr sein, oder? Nee, hier wird keiner sein. Wir können ja ein bisschen rumfahren. Wo ist denn noch ein öffentliches Event? Oben links beim Stützpunkt Hades. Ja. Da müssen wir hier einfach nur nach rechts. So. Weggeballert. Oh, ups. Nicht die beste Position, aber reicht. Meine Fahrkünste. So, da sind also noch welche. Auf jeden Fall musst du immer in Bewegung bleiben. Ich merk schon. Der ist auch im Arsch. Hier unten sind noch ein paar Zion oder wie die heißen. Lass mich aber scheiße treffen. An alle Hüte bei der Kabalbasis. Eine Ether-Catch ist auf dem Weg zu euch. Ja, aber wenigstens sind die Gegner klug und verstecken sich hinter der Ecke. Ich bin gleich da, ich baller noch die restlichen weg. Jojo, ich mach dann einfach das Event. Den Moskito verlieren. Diesel mich nur kurz. Die Gefallenen tun so, als gehört der ganze Laden ihnen. Hier musst du aufpassen, hier kann man den relativ schnell leider verlieren. Was war das für ein Event? Servitoren. Also ach das, so. Was wir schon ein paar Mal hatten. Oh, ich verdiesel mich nur kurz. Ach, das, wo man immer wieder geportet wird. Der Bullshit. Ja. Ich habe den leider verloren. Und bei wie viel Prozent? Und wie viel Prozent hattest du? Oh, 100 zum Glück. Cool, das ist ja auch schon bekommen. Aua. Da hat er mich vorgekillt. Ups. Ich komme zu spät. Egal. Granate fliegt. Oh, ich hab gedacht. Das hat bei dem Windkopf mitgenommen, der jetzt beim Ort gekitzelt. Jesus. Danke. Mutter, geschafft. Juhu. Angeblich habe ich jetzt schon alle geschafft. Ja, ist ja auch so. Auf diese Lieferung waren sie angewiesen. Gut. Schönes Ding. Wir haben da jetzt auch wirklich schon alle geschafft. Nee, ich hab gedacht, dass ich jetzt mal wieder was verpeilt habe. Nö. Und das haben wir jetzt praktisch für jeden Planeten, diese Herausforderung.
Sehr schön. Oh, verdammt. Und kannst du schon was abgeben bei dem Typen? Dann soll er so blinken, war ja. Jo. Okay, dann gehen wir da hin. Dann kannst du dein Gear mal kurz wieder aufwerten. Gear, Gear, Gear! Loot, Loot, Loot! So. Na, mal gucken. Ich habe nie das treffe. Raus damit. Was liegt dir auf dem Herzen? So, und hier draußen haben wir auch gleich noch eine Pistole. So, eine Powerwaffe und eine Kinetikwaffe. So, dann mal gucken, was wir so gefunden haben. Na, 213, aber eine Handfeuerwaffe. Wenn du nach draußen kommst, kriegst du noch die Truhe. Augen auf. Granatwerfer klingt gut. Ja, ich bin on the way. Ah, wir haben auch gleich ein öffentliches Event hier in der Nähe. Okay, in 4 Minuten 50. Dü-dum-dum. Ich hab's. Sehr gut. Fokus voll. Den Fokus. War das mein. Ich überlege gerade, ob es dein Gate ist. Ich weiß nicht, ob das Fokus hieß. Nee. Aber wenn irgendwas voll ist, dann brauchst du es nicht immer. Ich glaube ja eher, dass das meine Super ist. Stimmt, das könnte auch sein. Da oben haben wir noch eine Truhe. Ne, hier drin ist auch eine Trappe. Ja, hier oben ist sie. Wow. Nebengesprungen, mal wieder. Die guten alten Warlocks. Ja. Sonst dürfte hier nichts drin gewesen sein, oder? Ne, nur ein bisschen Munition. Schneeball cleared. Schneeball cleared. Hier ist auch nix. Nö. Mir fehlt mein Gear, dass ich das einfach schon auf der Karte sehe. Hier oben drin ist nix. Nee. Auch nicht das Dämmerlicht, das hier sonst in meiner Ecke rumdümpelt. Na, heute mal nicht. Wie lange dauert das noch? Ah, hier ist ein Dämmerlicht. 2 Minuten, ey. Na, es hat gerade erst vor 2 Minuten halt auch angefangen. Dann gehen wir einfach kurz hier ran. Ach, das Dämmerlicht habe ich schon. Hier ist noch ein Dämmerlicht. Okay. Ach so. So, ich würde sagen, wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge wieder. Also haut raus, bis dann, tschüss. Und wenn das öffentliche Event anfängt, dann fangen wir wieder an. Also bis gleich. Jo.